So, wir machen heute Spießbraten, wie der richtige Hund so gerade macht. Dazu nehmen wir ein Stückchen Schweinehas, für den Normaldeutschen Schweinekamm. Am besten von einem kleinen regionalen Metzger Ihrer Wahl. Wir empfehlen hier die regionalen, Ralf Georg oder Armin Feg. Das ist ein schönes Stückchen Fleisch, saftig. Und dazu schneiden wir jetzt Stücker, ca. 2 cm breit, so zwei Finger breit. Man sieht hier schön die Marmorierung mit dem Fett durchzogen. Gibt nachher ein gutes Bratergebnis. Vor allem, wenn Sie das Gefühl noch nicht so haben, bis so ein Stückchen gar ist. Aber Sie haben hier ein optimales Stückchen Fleisch für optimalen Spaß. Im Hintergrund brennt schon das Feuer, dass nachher etwas Flamme da ist. Aber jetzt legen wir erstmal ein. Wichtig ist, dass man schön viel Zwiebeln hat, die man dünn schneidet. Geht auch mit der Küchenmaschine oder mit der Brotschneidemaschine. Aber schön ist, wenn sie dünn und saftig sind. Mit so einer Metzgerzwiebel geht das immer ganz gut, weil das Einlegen ist das A und O. Wenn es jetzt gleich rot wird, was Blut. Wir haben jetzt ein paar schöne Zwiebelchen, hauchdünn geschnitten. Wichtig ist beim Original Hunsrücker Spießbraten, wir legen den nur, oder Ihrer Obersteiner Spießbraten, nur mit Salz und Pfeffer ein. Kein Paprika, kein Öl, keine anderen Gewürze. Salz, Pfeffer und zur Not vielleicht noch etwas Knoblauch. Wir drücken jetzt das Fleisch. Die Zwiebeln schön mit weißem Pfeffer. Wenn Sie hören und sehen, es quietscht schon schön. Das Salz spaltet die Zellen auf und lässt den Zwiebelsaft rauskommen. Jetzt wird das Fleisch beidseitig gewürzt. Mit so ein bisschen Luft hier außen kann man eine optimale Verteilung erreichen. Ein bisschen Salz. Nicht so englisch sein mit Würze. Das Fleisch ist ja dick. So. Einmal rumdrehen. Wenn auf der einen Seite ein bisschen viel Salz war, machen wir auf die andere Seite ein bisschen weniger. Juhu. Im Hintergrund flackert das Feuer. Da müssen wir hin. So, jetzt machen wir hier eine Reihe. So. Eine Bodenlage von diesen schönen Zwiebeln. Dann legen wir eine Reihe Fleisch drauf. Wieder eine Reihe Zwiebeln. So. Zwiebeln können nicht schaden. Gleichmäßig verteilen. Und jetzt für circa 12 bis 20 Stunden, also einen Tag, im Kühlschrank durchziehen lassen. Und damit das nicht so langweilig wird, habe ich da mal was vorbereitet. Genau. Das hier wurde gestern schon eingelegt. Damit auch für die Mädels was dazu kommt, haben wir hier noch etwas Putenfleisch, etwas Schweinebauch, wir nennen das hier Bauchlappen, und ein paar Rindermettwürstchen. Die schneiden wir jetzt auch so ein bisschen ein. Das gibt ein schönes Bild beim Grillen. Der Schweinebauch ist jetzt anders eingelegt von einem Großhändler unserer Region. Der muss ja für alles sein. Mit saligem Einschlag. Da ist jetzt noch Paprika dazu. Könnte passieren, dass das vielleicht ein bisschen dunkel wird nachher. Und die Putenbrust ist natürlich auch ladylike. Und wir machen jetzt die Zwiebeln runter und legen das auf die Flamme. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass das
Rost auf der Glut nur sein muss. Es wird auf der Flamme gebraten. Ja. Zwiebelchen weg, weil die werden nachher auch schwarz. Und da wir die Würstchen schon während dem Grill essen, legen wir die jetzt noch mit auf. Die dünnen Stücke legen wir erst später dazu. So, wir haben das Fleisch jetzt aufgelegt. Und jetzt müssen die Stücke ein bisschen mehr zur Flamme. Und jetzt kommt der angenehme Teil. Den Rost in Bewegung halte, die Stücke beobachte und dazu etwas trinke. Achtung! Unterstützt durch Produktplatzierung. Ein schönes Bitburger, ein Kenner oder meine erste Wahl, ein Schwollener Limo. Prost! So, und jetzt legen wir die dünne Sache dazu. Die Bauchlappe, den Schweinebauch. Die Pute. Und noch ein Schweinebauch. Und keine Angst vor Flammen. Das geht. It works. So, jetzt müssen wir nochmal drehen. Und keine Angst, dass die Dinger verschieden dick sind. Das muss man einfach ein bisschen mit Gefühl außen inne dann tauschen. Wenn man ein bisschen Gefühl dafür hat, jetzt holen wir das dünne hier links nach außen. Das kleine hier kriegt auch seine Farbe. Dann kann man so mal, dass der Dicke dann nach innen kommt. Und es macht auch nichts, wenn sie mal mit der Fleischgabel reinsteche. Nicht wie ein Ochse so, nein, nur so leicht. Das ist vollkommen ausreichend. Aber wir können es ja auch für die Profi-Schwenker unter uns machen. Wir machen das jetzt mit einer Zange. Damit irgendwas besser geht. Die Kartoffeln lasse ich damit auf jeden Fall schön drehen. Und man sieht, auf dem kleinen Feuerchen kriegt alles langsam Farbe. So. Die legen wir jetzt mal ein bisschen nach hier in die Mitte, dass es wärmer wird. Die Kunst ist, den Überblick behalten. Was habe ich gedreht, was habe ich auch nicht gedreht. So. Und so. Da das Fleisch jetzt gut ist, heben wir es jetzt etwas hoch. Nehmen uns mal zwei, drei Kartoffelchen. Wie gesagt, ohne Krummbier schmeckt es dem Hunsrücker nicht. Und dann legen wir hier noch ein paar von diesen leckeren Zwiebeln dazu, damit auch die Darmwinde nachher passe. Und dann würde ich jetzt sagen, guten Appetit. So isst man im Hunsrück.